Ja, es wird hauptsächlich Deutsch gesprochen. Manchmal muss ich ein paar englische Brocken reinschmeißen oder mit Händen und Füßen das Ganze versuchen zu erklären. Aber wir haben ja auch nebendran noch einen Dolmetscher, der dann das Englische ins Koreanische übersetzt. Von daher, aber hauptsächlich rede ich Deutsch. Da gibt es einige Dinge. Ja, vor allem was essenstechnische Dinge anbelangt, ist schon eher deftig, viel Fleisch, Braten und mächtige Soßen. Aber es ist sehr angenehm in Kiel, da bekomme ich viel Fisch. Und ich esse sehr, sehr gerne Fisch, bin sehr gerne am Wasser und von daher hält sich das die Waage. Aber essenstechnisch und die Berge vermisse ich schon ab und zu. Ja, ist nicht so schwer, die Jungs auf dem Boden zu halten, weil wir wissen, wo wir herkommen und wir versuchen, unsere Leistung abzurufen. Und darum wissen wir, dass das was Außergewöhnliches war. Aber wir müssen jede Woche hart arbeiten, um gleiche Ergebnisse zu erzielen. Von daher ist es nicht ganz so schwer, die Jungs auf dem Boden zu halten, sondern eher Anreiz, mehr zu schaffen. Momentan sind alle fit. Also ich kann aus dem Vollen schöpfen und bin sehr glücklich, dass ich die Qual der Wahl habe. Und von daher, es sind alle fit und es ist toll, aus allen Spielern auswählen zu dürfen.